Ja, Hallihallöchen in diesem frostigen Norden bei The Banner Saga. Jetzt können wir weitermachen und dann schauen wir, ob wir weit kommen werden. Okay, weit sind wir ja nicht gekommen. Einige Clanmitglieder haben eine größere Menge von Wildfrüchten entdeckt. Als du dich näherst, sind schon einige Leute dabei, sie zu probieren. Eins der Kinder stellt fest, dass die Früchte seltsam schmecken und seine Mutter macht sich Sorgen, dass sie giftig sind. Andere hingegen pflücken das Obst körbeweise. Jemanden beobachten, der Früchte gegessen hat. Du beobachtest einen jungen Mann, der von den Früchten gegessen hat. Binnen kurzem lallt er etwas. Er scheint leicht betrunken, aber sonst wohlauf. Okay, so viel wie möglich sammeln. Sammelt so viel ihr könnt, sagst du den anderen. Dankbar für die Ergänzung eurer Vorräte. Es werden zwar ein paar Leute betrunken von den fermentierten Früchten, aber krank wird niemand. Na, ist doch auch schön. Eva sagt ihr, wir können nicht lange hier bleiben. Es dauert 3 Tage, den Bora-Pass zu überqueren. Da sollten wir genug Vorräte mitnehmen. Wenn wir aufbrechen, gibt es kein Zurück mehr. Dann geht er los, um mit den anderen Wahl über die Verteidigung zu sprechen. Vater! Alet taucht an deiner Seite auf. Ich mochte den alten Ivar. Diffus spürst du, dass du ihn auch mochtest. Du konzentrierst dich stattdessen auf Vorbereitung. Immerhin seid ihr möglicherweise die ersten Menschen, die einer Torf betreten. Alrighty then. Dann sollten wir wirklich mal ein bisschen mehr ausgeben für Vorräte. Ich erinnere, dass die aufsteigen konnten, aber hey. Hauptsache, es klappt. Na gut, auf geht's. Das ist doch mal eine lange You Brücke. approach a city that only Varl have seen and cross a bridge that only Varl could build. Let us hope that we are the only unwelcome visitors to pass. Ja, das werden wir ja sehen. Ich denke mal, so unwillkommen werden wir nicht sein. Wir haben ja auch ein paar Kämpfer dabei. Hier scheinen sich wirklich alle Wahl versammelt zu haben, die die Welt noch zu bieten hat. All diese Krieger. Uns steht wieder ein großer Krieg ins Haus. Ich sehe das jetzt zum dritten Mal. Jetzt sind wir allerdings viel weniger als früher. Krumme geht die Treppe zur großen Halle hinauf, spricht mit ein paar Wahl und kehrt zurück. Was hast du erfahren? Die Wüter sind auf alle Fälle unterwegs hierher. Offenbar haben sie vor, den Wahl diesmal endgültig den Garaus zu machen. Dieser Ort wird bald ein Schlachtfeld sein. Angeblich ist der Prinz der Menschen hier. Einen Magier haben sie auch. Prinz Ludin ist hier aus Aberrang?
Heute bekommen wir doch keine Audienz mehr. Erinnerst du dich an das letzte Mal, dass du hier warst, Ingvar? Alva heiße ich. Ja, ich erinnere mich. Und nun? Suchen wir uns einen Platz zum Erholen. Ich empfehle dir, deine Leute aus Ärger rauszuhalten, solange du hier bist, Rook. Am besten machen sie sich unsichtbar. Hierondre ist sicher nicht froh über eure Anwesenheit. Du hältst ein Quartier, kannst aber auch durch die Stadt gehen, während du auf die Audienz wartest. Du fühlst dich müde genug, um eine Woche durchzuschlafen. Wesen werden wir diesmal ein bisschen sicher sein. Hoffen wir zumindest. Ach, wir rasten mal ein bisschen. Als ihr euch einrichtet, erhältst du Nachricht, am nächsten Morgen in die große Halle zu kommen. Ivar rät nicht, ohne Aufforderung zu sprechen und sich auch dann kurz zu fassen. In der Nacht träumst du von Wahlkönigen, die gegen die Wüterherren kämpfen. Als du dich darauf vorbereitest, in die große Halle zu gehen, wirst du ein merkwürdiges Gefühl nicht los. Na dann, auf geht's. Treffen wir den großen Meister. Genug, Elwind. Die Brücke steht. Finde einen anderen Weg. Grüße aus Würmsee, Jorundre. Ich habe einen Verbündeten mitgebracht. Wer sind diese Leute? Wir haben keine Zeit für Spiele. Warte, ich kenne dich. Ist Ingvar wieder unter uns? Sieht so das Ende der Welt aus? Jorundre kommt von seinem Thron herunter, um besser sehen zu können. Im Licht siehst du, dass der Wahlkönig tiefe Wunden hat. Es war meine letzte Option. Du siehst aus wie der Tod, Jorundre. Die Sondre sind durch Grofheim gekommen. Alle, sie wären auch noch da. Ein paar tausend Wahl sind noch übrig. Brüller ist uns seit Grofheim verfolgt. In der Tat, was werdet ihr machen? Bleiben. Es gibt keinen besseren Ort für uns. Wir kämpfen in Einartorft. Und selbst wenn Einartorft fallen sollte, werden die Wahl nicht ausgelöscht. Hakon bringt unsere besten Krieger wie versprochen nach Aberrang. Ich gehe nicht die Runde, wir werden hier gebraucht. Dies ist keine Debatte. In die Anspannung platzt ein Bote herein. Er sagt, ein Steinsänger habe einen Weg durch eure Kräfte gebahnt. Götter, ist uns denn keinen Moment Ruhe gegönnt, die sollten noch gar nicht hier sein. Sie haben einen Steinsänger dabei? Lass mich die Brücke einreißen, wie ich gesagt habe, das bringt uns... Ich sag, die Brücke bleibt stehen, Magier. Ich sage es dir noch einmal und dem Prinz der Menschen und allen Magiern im Rat, wenn sie hier wären. Das war das letzte Mal. Hakon, geh nach Aberrang. Eivind, fass die Brücke nicht an. Habe ich mich klar ausgedrückt. Hast du, dann stell den Steinsänger selbst. Niemand versucht Eivind aufzuhalten, aber viele folgen ihm aus der großen Halle. Okay. Der Magier passiert zahlreiche Wahl auf dem Weg zur Brücke. Dort steht eine große, dünne Kreatur, zwei schwarze Speere über den Schultern, von Wütern umringt. Die Wahl sind ängstlich zurückgewichen. Eivind hält vor der stelzbeinigen Gestalt an. Plötzlich ist Ivar neben dir. Ja, wir müssen ihm helfen, ist doch logisch. Du erwartest, dass Ivar sich weigert, doch er sieht dir stattdessen die Augen. Hör zu, Rook, sagte. Du wirst hier wahrscheinlich sterben. Wie jeder, der auf diese Brücke geht, sieh deine Tochter an. Bist du dazu bereit? Du tust das nicht allein, alter Freund. Ich werde dich nicht aufhalten, sagt Ivar. Kämpfe, als wäre es dein letzter Kampf. Du weißt nicht, womit du rechnen sollst. Du ziehst die Axt und findest dich bald hinter Eivind auf der Brücke wieder, während du dich fragst, ob die Entscheidung richtig war. Ach, wird schon schief gehen. Und ja, ich würde sagen, Alette muss auch mal ein bisschen Training kriegen. So, das sollte reichen für Eivind. Ja. So, kann man es lassen. Treten wir jetzt einen der legendären Steinsänger in den Arsch. Und für den Fall, dass ihr es nicht wisst, das hier ist er. Ich denke, da kann man auch schon denken wegen den zwei Speeren da. Aber na jut. Zusammenziehen, Kinderchens. Machen wir ihn gleich mal fertig.
Magie! Lichtbogen! Oh, hat das etwa wehgetan? Oh oh. Ja, man sieht schon, es sind sehr viele Wüter hier. Komm nur her, Penner. Vielen Dank, jetzt kann Krumre dir den Schädel einschlagen. Okay, er muss noch ein Stückchen laufen. Na dann, nach vorn mit dir. Und gleich noch ein Blitz auf den Steinsänger. Na toll, Krumre ist zu fett. Na gut, dann erholt er sich erstmal. Was sind das denn für Penner hier? Los, Alet, schwäche noch weiter die Rüstung. Aua. Okay, Eivind können wir erstmal vergessen. Ja, man kann sich schon denken, ich bereite den Typen für Alet vor, damit sie auch ein paar Erfahrung kriegt. Auf Level 1 wird sie nicht wirklich eine große Hilfe sein. Los, Mädchen, schaffst du es? Du schaffst es. Geht doch. Steinsänger fällt hart, ein Heulen wie von einem Unwetter dringt über die Brücke. Die Wüter teilen sich wie ein schwarzes Meer aus ihrer Mitte, tritt ein rotes Ungeheuer. Und eine Welle reinen Entsetzens erfasst dich, wie du sie noch nie gespürt hast. Brüller. Bring den Magier hier raus, zischt Ivar, und lauft. Deine Beine setzen sich in Bewegung, fast wie durch eigenen Willen, während du dich nicht von den Ereignissen abwenden kannst. Ja, das wird jetzt ein 1 gegen 1 Duell. Götter, was habe ich nur gedacht? Du hast scheinbar gar nicht gedacht. Alright.
du! Der schummelt! Na Penner. Ja, man kann sich denken, den Kampf kann man nicht gewinnen. Oh, Ivar hat seinen Arm verloren. Warum bist du auch allein rausgegangen? Ivar wendet sich in Agonie, nachdem Brüller ihm den Arm abgeschlagen hat. Der Sondre hebt die Waffe zum tödlichen Streich. Sondre, komm zu mir, schreit Eivind unsicher, tritt zurück auf die Brücke und hebt den Stab. Sogar von hier aus siehst du, wie ihm der Arm zittert und beobachtest die Vorgänge wie angefroren. Was ist das für eine Schlange? Eivind fährt entsetzt vor der riesigen Schlange zurück, die in einiger Entfernung aufgetaucht ist. Sogar Brüller weicht zurück. Sie lehnt sich herüber, um die beiden Armeen in Augenschein zu nehmen, züngelt und schlängelt sich dann über die Berge außer Sicht. Die Wüter sind völlig konfus, einige ducken sich, andere scheinen sie anzubeten. Hakon ruft Befehle über den Lärm. Die Wale stürzen sich auf die überraschten Wüter und machen Boden gut. Brüller hat sich in die Horde zurückgezogen. Jorundre steht oben auf der Treppe und sieht zu. Schnell, sagt Eivind, der plötzlich an deinen Arm zieht und deinen Bann löst. Du stürzt zu Ivar, er liegt mitten im Kampfgewühl am Boden und atmet noch, obwohl ihm ein Arm fehlt. Du ziehst ihn in die Stadt zurück. Du verdammter Idiot, Ivar. Meinst du, du kannst? Ja, wahrscheinlich, gib mir Ruhe. Fast 3 Stunden vergehen in Stille, während Eivind tut, was er kann. Allmählich sind Ivars zerschmetterte Überreste wieder von Fleisch bedeckt. Das ist alles, was ich tun kann. Er müsste es schaffen. Hab Dank. Der Magier sieht erschöpft aus. Er lehnt sich schwer gegen das Bett. Wann hast du zuletzt geschlafen? Vor ein paar Tagen. Geht schon. Ich muss mich nur mal setzen. Ehe du eingreifen kannst, bricht der Magier zusammen. Kapitel 5. Der Last der Sonne müde.